Arles im Sommer 1888. Vincent van Gogh malt Sonnenblumen, immer wieder. Mal 3, mal 5, mal 15. Er malt sie für Paul Gauguin, den sehnsüchtig erwarteten Freund und Malerkollegen. Mit ihm will er sein Atelier des Südens, den Traum von der zukunftsweisenden Künstlergemeinschaft in der Provence, begründen. Polynesien 1901. Vincent ist längst tot. Jetzt malt auch Gauguin Sonnenblumen. Er malt sie geheimnisvoller, dunkel, welk. Das war nach dem Bruch, dem Ende vom Atelier des Südens, der Tragödie von Arles. Was ist geschehen? It was a great period that ended in catastrophe. A dream shattered in pieces. Also ich war ja nicht dabei in Arles. Wäre ich gerne dabei gewesen. It was a major highlight in their careers. Van Gogh ist ja wahnsinnig getrieben von Emotion, auch von der Liebe zum Leben, zur Welt. But there was this outburst of creativity on both sides. The impact they both had makes them key figures for modern art. 4 million. Und zu zwei der begehrtesten Künstler des Sonnensystems. Van Goghs Werke erzielen auf Auktionen Millionenwerte. Und auch Gauguin hat Farbe vergoldet. Sein Südseebild Nafea Faipoipo, Wann heiratest du, soll 2016 unter Sammlern über 300 Millionen Dollar den Betrachter gewechselt haben. Mehr wurde nie zuvor für ein Kunstwerk bezahlt. Ist es wirklich die Kunst oder sind es die Mythen, die die Nachwelt faszinieren und die Preise treiben? Like your bidder at 4,750,000. Bei Gauguin? Der Mythos des Wilden, der aus Liebe zur Kunst sein bürgerliches Leben opfert, um dann minderjährige Tahitianerinnen malen und auch sonst beglücken zu können. Der Draufgänger, der Bad Boy der Kunstgeschichte und so weiter und so weiter. Bei Van Gogh? Das mittellose Genie. Der wahnsinnige Künstler, der wie im Rausch schafft, weil er nicht anders kann, der nur so überlebt, ekstatisch, orgiastisch mit der Farbe spritzt und dann bemitleidenswert stirbt, unbekannt und verarmt, krank, dem Wahnsinn verfallen und mit nur einem Ohr.